Mit Dawn of War 3 hat Relic Entertainment etwas fast schon Episches vor. Man will mit dem dritten Teil der renommierten Reihe wieder riesige Schlachten abliefern. In ihren eigenen Worten heißt das, Dawn of War 3 soll der größte, beste, aber auch der fieseste Teil der Reihe werden. Das vielversprechende Schlachtenspektakel mit Comic-Optik soll dabei auf dem Planeten Acheron stattfinden. Dort hat man eine mächtige Superwaffe entdeckt und drei bekannte Fraktionen des Warhammer-Universums kämpfen deshalb um die Vorherrschaft auf dem Himmelskörper. Mit dabei sind die Space Marines, die Eldar und die Orks. Uns wurden bei einem Vorschau-Event die Space Marines vorgestellt. Die Elite-Krieger der Menschen setzen taktisch auf einen Überraschungseffekt aus der Luft. Mit den sogenannten Drop-Pods können sich zielgenau Einheiten hinter den feindlichen Linien absetzen und so die Gegner zum Beispiel von der Flanke aus angreifen. Zudem steht den Space Marines mit dem Imperialen Ritter, einem riesigen Kampf-Mech, die bisher größte Einheit in der Geschichte der Reihe zur Verfügung. Der teilt nicht nur unglaublich viel Schaden aus, sondern kann ebenso gut Treffer einstecken. Zu den wohl größten Neuerungen gegenüber Dawn of War 2 wird der Basenbau gehören. Wie im ersten Teil dürfen wir wieder Gebäude errichten und so nach und nach eine schlagkräftige Armee aufbauen. Sehr viel haben die Entwickler uns noch nicht über die Errichtung der Basis verraten. Wir gehen aber davon aus, dass die Basen tatsächlich fast ausschließlich dem Bau von Truppen dienen und eher nicht als Verteidigungszentren, an denen sich die Feinde ihre Zähne ausbeißen. Das Herzstück von Dawn of War 3 sollen schließlich die großen Schlachten werden. Damit die auch dynamischer ablaufen als etwa bei Company of Heroes 2, verzichten die Entwickler im dritten Teil auf ein Deckungssystem. Dadurch ist man als Spieler gezwungen, die eigenen Einheiten stets in Bewegung zu halten und die Spezialfähigkeiten auszunutzen. Der mächtige imperiale Ritter kann zum Beispiel mit einer gezielten Raketensalve gleich mehrere Feinde auf einmal ausschalten. Ebenso kann der Kampfmech mit seinen Gatling-Guns Feinde durch Sperrfeuer unterdrücken, damit verbündete Einheiten voranpirschen können. Neben der mächtigen Super-Einheit haben die Space Marines noch eine super Waffe im Petto: einen orbitalen Laserstrahl. Doch diese Technologien sollen uns erst ziemlich spät in der Kampagne zur Verfügung stehen. Daher wird man wohl oder übel in den ersten Missionen auf die typischen Taktiken der Space Marines zurückgreifen müssen, sprich auf den Überraschungseffekt. Uns hat das Gezeigte bisher sehr gut gefallen. Die Entwickler wollen im dritten Teil die besten Elemente der beiden Vorgänger zusammenbringen und das hat in der Präsentation in London einen mehr als guten Eindruck hinterlassen. Bis wir aber selbst Hand anlegen können, wird es wohl noch eine Weile dauern. Dawn of War 3 hat noch keinen Erscheinungstermin. Wir gehen davon aus, dass das Warhammer 40k Schlachtenspektakel im Laufe des nächsten Jahres herauskommen wird.